Herr Präsident Barroso, die Europäische Union steckt in ihrer schwersten Krise seit ihrer Gründung. Da sind wir uns sicher einig. Es geht natürlich um eine Wirtschafts-, um eine Finanz-, um eine Schuldenkrise. Es geht natürlich auch um Griechenland. Es geht auch um den Euro. Die Mitgliedstaaten und die Europäische Union haben keine hinreichend wirkungsvollen Finanzmarktregeln aufgestellt. Die Politik droht deshalb zum Spielball der Spekulanten zu werden. Bisher getroffene Maßnahmen zielen auf Haushaltskonsolidierung durch Haushalts- oder Ausgabenkürzung. Konkret bedeutet das vor allem soziale Einschnitte. Es bedeutet Kürzungen für Löhne und Transferleistungen. Es bedeutet steigende Arbeitslosigkeit, sinkende öffentliche Investitionen, fallende realwirtschaftliche Entwicklung. Entscheidungen werden zunehmend auf intergouvernementalem Wege getroffen, ohne vorherige Abstimmung mit Parlamenten, eher in Abstimmung mit Bankenchefs. Damit verliert die Europäische Union zunehmend Vertrauen und Zustimmung. Europaskeptiker, das sage ich der sachlichen Feststellung wegen, gewinnen an Boden. Wir stecken mitten in einer politischen Glaubwürdigkeitskrise der Europäischen Union. Ich glaube, da sind wir einer Meinung. Herr Barroso, weder über die Analysen der Krisenursachen noch über die besten Lösungsvorschläge stimmen wir beide vollends überein. Bei aller notwendigen Kritik betone ich aber, dass wir Linken uns der Verantwortung für die Europäische Union bewusst sind. Die Idee der europäischen Einigung ist auch eine durchaus linke Idee, jedenfalls von vielen Linken in der Vergangenheit und in der Gegenwart verteidigt. Wir verteidigen diese Idee auch in der Zukunft, und wir werden darauf achten, dass sie nicht dem Profitinteresse der Märkte und Spekulanten überlassen wird. Ich bin überzeugt, Europa braucht viel mehr Kooperation statt weiteren Rückzug in nationale Interessen. Europa braucht eine solidarisch, gemeinsam abgestimmte, demokratisch legitimierte Wirtschafts-, Fiskal- und Sozialpolitik. Deshalb unterstützen wir Sie, Herr Barroso, wenn Sie endlich die versprochenen und von diesem Parlament eingeforderten Gesetzesvorschläge als erste Schritte vorlegen für umfassende Finanzmarktregulierung, für Besteuerung von Finanzmarkttransaktionen, für Eurobonds, die das Solidaritätsprinzip der Europäischen Union bekräftigen. Den Wert und die dringende Notwendigkeit der Solidarität zwischen den Staaten und zwischen den Menschen werden wir immer wieder betonen. Solidarität meint nicht nur Finanzhilfen. Solidarität meint auch Widerstand gegen den Kürzungswahn der Regierungen. Als oberster Vertreter einer genuinen europäischen Institution müssen Sie sich unsere Forderung nach Abkehr von diesem Kürzungswahn eigentlich anschließen können. Ich will sagen, bedrohlich erscheint mir zurzeit, dass die soziale Spaltung unserer Gesellschaften massiv voranschreitet. Die Politik orientiert sich auf die Rettung von Banken. Hier stellt sie Kreditrahmen von hunderten Milliarden Euro bereit. Für die kleinen Leute hingegen bleibt nur das Bezahlen der Zeche für die verfehlte Politik der Liberalisierung und Privatisierung. Ihnen werden massive Sparprogramme auferlegt. Sie müssen länger arbeiten, erhalten Kürzungen von Löhnen und Gehältern und Sozialleistungen. Sie sind den Sparprogrammen der Regierungen ausgeliefert. Die soziale Gerechtigkeit ist völlig unter die Räder gekommen. Das kann so nicht weitergehen. Wir sehen das an Massenaktionen der Bevölkerung in Griechenland, Portugal, Irland und Spanien. Die zeigen das ganz deutlich. Lassen Sie mich zum Schluss feststellen, entweder wird es einen gemeinsamen, solidarischen Weg aus der Krise geben, dann kann die EU besser, sozialer, nachhaltiger, demokratischer aus der Krise hervorgehen, oder es gibt keine Lösung für die EU als Ganzes mit schwer voraussagbaren Folgeschäden. Dankeschön. Thank you very much. Mr. President Biskupiak, is a blue card to you? Are you ready to answer? Blue card question. Colleague Blatten.
Mr. President, and thank you, Mr. Biskey. You mentioned in your speech that anti-Europe sentiment and feeling was gaining ground. Can I ask you to accept that there is a clear distinction between anti-European Union feeling and anti-Europe? The people who are anti the European Union as a political construction, like me, are very pro-Europe. Would you please accept that there is a clear distinction there and we should stop talking about anti-European sentiment and start talking about anti-European Union sentiment? Mr. President Biskey. Also, das ist schon ein differenziertes Problem. Allerdings will ich ganz deutlich sagen, welche Gefahren ich sehe. Und ich denke, das habe ich auch gesagt. Mit Rückzug auf die Nation lösen wir keines der Probleme des 21. Jahrhunderts. Deshalb verteidige ich auch die Gemeinschaftsmethode. Das wollte ich sagen. Ansonsten muss man natürlich bei all diesen Dingen stark differenzieren. Aber die Basis muss sein, gemeinsam können die Nationen in Europa etwas lösen. Deshalb gibt es die Europäische Union. Einzeln und als Nationen können sie nichts und verfallen zurück ins Mittelalter. Thank you very much.